Die Themen heute: Lärm durch einen Modellflugplatz. Was müssen sich Anrainer gefallen lassen? Nachgefragt: Darf man sonntags am Golfplatz lauter sein als anderswo? Langenlois, Umwidmung für einen Winzer von Grünland in Bauland. Die Nachbarn protestieren. Schönen guten Abend bei Bürgeranwalt. Zum nächsten Fall. Ein Ehepaar aus Langenlois hat sich an uns gewandt. Salopp gesagt sind sie dort Zugraste, erst vor ein paar Jahren hingezogen. Und das Paar fühlt sich im Konflikt mit seinem Nachbarn, einem alteingesessenen Weinbauern, von den Behörden im Stich gelassen. Petra Kandut hat sich die Geschichte von den Beschwerdeführern erzählen lassen. Und im Studio werden wir danach die Kritik mit dem obersten Raumordnungsbeamten Niederösterreichs diskutieren. Langenlois im südöstlichen Waldviertel ist bekannt für seine Winzer und Weine. Der Weinbau ist auch der wichtigste Wirtschaftszweig in Langenlois und Umgebung. Weinberge, soweit das Auge reicht. Das viele Grün und die Idylle waren unter anderem Grund dafür, dass sich Margit Lehrach gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten vor gut 5 Jahren hier ein Haus gekauft hat. Ich habe das Grundstück vor 5 Jahren gekauft, eben mit dem Hintergrund, dass hier eine Wiese ist, nebenan Grünland, und dass da nichts gebaut werden darf. Doch kurz nachdem Frau Lehrach das Haus gekauft hatte, wollte ein benachbarter Winzer einen Weinkeller errichten. Der Nachbar wollte hier nicht bloß eine kleine Weingartenhütte, sondern eine riesen Weinbauproduktionshalle errichten, 30 Meter lang, 23 Meter breit und 17 Meter hoch, und das direkt an die Grundstücksgrenze. Und ich hätte da wirklich kein Licht mehr gehabt, bloß Schatten und ständig natürlich das Summen dieser oder Brummen dieser Kühlanlagen. Letztendlich wurde der Baubescheid der Gemeinde durch die Bezirkshauptmannschaft Krems im Jahr 2013 aufgehoben. Das Gebäude wurde nicht errichtet. Nun ist das Ganze eigentlich abgehandelt, aber wir gehen jetzt wieder retour an den Staat, und es soll dieser im Grünland betriebene Gewerbebetrieb legitimiert werden. Es braucht dazu einerseits die Umwidmung von Grünland in das Bauland Agrar und andererseits noch überhaupt die Berechtigung der Betriebsanlagen, die Genehmigung der Betriebsanlagen. Das gewerberechtliche Verfahren wird von der Bezirkshauptmannschaft Krems durchgeführt, ist aber noch nicht abgeschlossen. Das hat uns die Bezirkshauptfrau am Telefon erklärt. Dem Winzer haben wir angeboten, zur Kritik Stellung zu nehmen. Doch der wollte weder vor der Kamera etwas sagen, noch zitiert werden. Die Umwidmung von Grünland, Land- und Forstwirtschaft im Bauland-Agrargebiet wurde von der Gemeinde Langenlois am 17. Dezember 2015 beschlossen, obwohl es damals Bedenken einzelner Politiker gab. Mit der Mehrheit der ÖVP im Gemeinderat wurde aber für die Umwidmung gestimmt. Was mich vor allen Dingen stört, ist die Tatsache, dass halt herausgekommen ist, bei der sogenannten Umwidmung, die jetzt gemacht wurde, das ist herausgekommen, dass es alles erhaltenswerte Landschaftsteile sind. Und das ist eine Kategorie in der österreichischen Raumordnung. Ich meine, das habe ich ja nicht erfunden. Eine Kategorie in der österreichischen Raumordnung, wo Komplexlandschaften oder schützenswerte Einzelbiotope gekennzeichnet werden. Und da geht normalerweise überhaupt nichts. Auf dieser Karte der niederösterreichischen Landesregierung sind die erhaltenswerten Landschaftsteile grün schraffiert. Laut der Verordnung über ein regionales Raumordnungsprogramm Niederösterreich-Mitte sind erhaltenswerte Landschaftsteile Komplexlandschaften oder wertvolle Einzelbiotope von regionaler Bedeutung. In derselben Verordnung steht auch, Zitat: In den in Anlage 1 dargestellten erhaltenswerten Landschaftsteilen darf eine andere Widmungsart als Grünland, Land- und Forstwirtschaft nur dann festgelegt werden, wenn im Gemeindegebiet für die beabsichtigte Widmung keine andere Fläche in Betracht kommt. Margit Lehrach und Christian Göldenburg betonen beide, dass sie verstehen, dass der Bürgermeister von Langenlois daran interessiert ist, große Betriebe in der Stadt zu haben. Aber wir werfen ihm Amtsmissbrauch vor und haben auch eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft eingebracht. Wir haben mit Bürgermeister Hubert Meisel telefoniert. Er war während unserer Dreharbeiten nicht in Langenlois. Er hat uns versichert, dass alle Vorwürfe von Frau Lehrach und Herrn Göldenburg haltlos seien und jeder Grundlage entbehren würden.
Kurt Dostal wohnt mit seiner Familie in Sichtweite des Hauses von Frau Lehrach. Auch er ist Anrainer des Weinbauern. Das war meine Grundstücksgrenze vor einigen Jahren noch. Und im Zuge der Abgrabungen sind die durch Unwetter und alles die schichtweise Abtragung vorgenommen worden. 2008 hatte der Winzer laut Herrn Dostal einen Weingarten abgegraben und aus der Fläche einen Parkplatz gemacht. Auf Luftaufnahmen sieht man diesen Weingarten, der nach Angaben von Kurt Dostal ungefähr einen Meter tiefer lag als sein Grundstück. Ich bin seit 35 Jahren hier. Da war alles nur Weingarten rundherum alles grün und jetzt ist eine Schlucht, wo man aufpassen muss, dass man nicht runterfällt. Herr Dostal wünscht sich, dass der Weinbauer die Abgrabung mit einer Stützmauer befestigt. Er hat Angst um seinen Grund und sein Haus. Dieser Weg dient auch als Zufahrt zu einem Grundstück, das er heuer gekauft hat. Er hat sich an die Gemeinde und die BH Krems gewandt, fühlt sich von den Behörden aber im Stich gelassen. Ja, ich habe Gemeinde und BH auch ein Schreiben an die BH gerichtet. Das ist alles angeschaut worden. Das ist gesagt worden, die BH ist nicht zuständig, weil es ein Bauland in Ortsgebiet ist. Die Gemeinde ist nicht zuständig, weil es ein Baugrund in Grünfläche ist. Also es war eigentlich ein Niemandsland und es hat mir keiner weitergeholfen, was man eigentlich machen sollte. Dieses Gefühl der Hilflosigkeit teilt Herr Dostal mit Margit Lehrach und Christian Göldenburg. Die beiden meinen, die österreichischen Gesetze müssten doch für alle gleich gelten. Man hätte natürlich sagen können, dann hätten sie das Haus nicht kaufen sollen, das ist richtig. Aber wir sind dann einfach davon ausgegangen, das ist Grünland, da darf nicht weiter gebaut werden. Ich will ja einfach nur mein Recht haben. Frau Lehrer fordert, dass der große Weinbaubetrieb in ein Gewerbegebiet übersiedeln soll. Das kommt wiederum für den Winzer nicht in Frage. Er sagte uns im persönlichen Gespräch, alle Vorwürfe ihm gegenüber seien reine Hetze gegen ein erfolgreiches Unternehmen. Seine Familie sei seit Jahrhunderten hier zu Hause. Ja, die Frau Lehrach und den Herrn Göldenburg begrüßen wir jetzt bei uns im Studio. An ihrer Seite ihr Berater Dr. Herwig Hammerer. Schönen guten Abend. Eingeladen war natürlich auch der Winzer in die heutige Sendung. Er wollte nicht kommen. Er wollte auch nicht, dass die Argumente, die er meiner Kollegin Petra Kandut gegenüber vorgebracht hat, hier im Studio erzählt werden. Eingeladen war auch der Bürgermeister von Langenlois. Er wollte auch nicht kommen, hat uns aber zumindest kurz geschrieben. Aus Sicht der Stadtgemeinde Langenlois wurde unter fachmännischer Beratung durch einen Raumplaner und nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde Amt der niederösterreichischen Landesregierung das Umwidmungsverfahren rechtskräftig abgeschlossen. Unserer Information zufolge wird ein Vertreter dieser Aufsichtsbehörde am Studiogespräch teilnehmen. Und tatsächlich gekommen ist Dr. Gerald Kienastberger vom Amt der niederösterreichischen Landesregierung, Leiter der Abteilung Bau- und Raumordnungsrecht. Danke, dass Sie gekommen sind und sich dieser Diskussion stellen. Herr Dr. Kienastberger, gehen wir es ganz von vorn an. Baubewilligung für diese Halle. Am Nachbargrund wurde bewilligt ursprünglich, BH Krems hebt diese Baubewilligung wieder auf und dann macht man einen neuen Anlauf. Eine Umwidmung will man von Grünland, Landforstwirtschaft in Bauland, Agrargebiet. Und das geht dann durch. Und der Vorwurf ist, in einem Gebiet, das erhaltenswerter Landschaftsteil ist, das sei dort problematisch. Warum hat man diese Umwidmung dann letztendlich genehmigt? Ja, man könnte jetzt ganz formalrechtlich sagen, weil es keine Versagungsgründe gegeben hat, aber so einfach will ich es mir gar nicht machen. Das Thema erhaltenswerter Landschaftsteil ist eine überörtliche Festlegung, die in einem Maßstab 1 zu 50.000, kein Plan wohlgemerkt, sondern eine Karte, dargestellt ist. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem 5.000er Maßstab des Flächenwidmungsplans, dann sieht man, dass die in Frage kommende Fläche an drei Seiten vom Bauland-Agrargebiet umgeben ist. Also diese Fläche kann niemals, diese rote Fläche hier, ja, das ist der Bereich, um den es hier geht. Das ist der Winzer. Genau. Das ist natürlich kein erhaltenswerter Landschaftsteil. Das ist auch in der 50.000er Karte gar nicht darstellbar. Die geht von mir aus bis daher, ja, soll sein. Aber ganz sicher nicht in dieser U-förmigen Baulandumschließung. Das hätte ja überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ne? Und daher ist natürlich hier diese Bauland-Agrargebietswidmung, ich möchte fast sagen, logisch.
Wobei man dazu sagen muss, weil das Projekt zuerst angesprochen wurde, das ja zu Recht mangels Übereinstimmung mit der Flächenwidmung aufgehoben wurde. Diese Widmung Bauland Agrargebiet gibt jetzt den Anrainern einen erhöhten Schutzanspruch gegenüber der ursprünglichen Grünlandwidmung. Der Winzer hätte nämlich im Grünland, soweit es nicht gewerblich ist, und er hat ja auch Teile seines Betriebs, die durchaus Landwirtschaft noch sind, genau dasselbe machen können dort im Grünland, ohne dass die Anrainer einen Schutzanspruch aufgrund der Flächenwidmung hätten. Den haben sie jetzt. Ja. Und der wird auch im fortzusetzenden Bauverfahren, wann immer das ist, einklagbar sein. Ja. Das heißt, also, so eine große Halle kann er jetzt noch bauen oder nicht? Direkt an die Grundstücksgrenze? Nein, ganz sicherlich nicht. Direkt an die Grundstücksgrenze, das wäre ja zu prüfen, was dort für eine vorherrschende Bebauungsweise ist. Es wird, soweit ich die Struktur kenne, glaube ich, in der Form nicht gehen. Außerdem wird es von den Abständen für die Belichtung der Nachbarfenster und so weiter nicht passen. Und was dann auch noch dazu käme, ist auch die Frage des Ortsbildes im Bauverfahren, die ja auch noch zu klären wäre. Das war ja meines Wissens damals kein Thema. Also das ist jetzt keineswegs erleichtert. Ich bin auch etwas überrascht, dass das überhaupt noch ein Thema ist, weil das ist jetzt etliche Jahre her, ich glaube 4 Jahre, seit die Bewilligung behoben wurde. Und es würde mich wundern, wenn das überhaupt noch aktuell ist. Aber ich kenne das nicht, ja, das weiß ich jetzt nicht. Herr Dr. Hammerer. Ja. Wir haben den Eindruck, dass hier so vorgegangen wurde von Seiten der Gemeinde und letztlich auch genehmigt durch die Aufsichtsbehörde bzw. das Land, dass wenn schon eine Baugenehmigung aufgrund der mangelnden Übereinstimmung mit dem Flächenwidmungsplan, mit der Raumordnung nicht durchgeht, dass also wenn der Prophet nicht zum Berg kommen kann, der Berg zum Prophet kommen muss. Dass man so anlassbezogen, um eben einen großen Betrieb, einen Gewerbebetrieb zu fördern, anlassbezogen die Widmung nachschießt, die dann passt. Das stößt uns sauer auf. Und dazu kommt noch die Taktik der Baubehörde und der Gemeinde Langenlois überhaupt, dass man eigentlich gegen Gummiwände läuft. Man wird mit formalen Argumenten, keine Akteneinsicht, wir machen ohnehin alles richtig, regen Sie sich nicht auf, abgespeist, bekommt keine hinlängliche, betone hinlängliche Akteneinsicht oder nur mit gewissen Widerständen. All diese Dinge erwecken in uns eben ein Ausschnaps, den Eindruck eines Ausschnapsens im Kämmerlein, um eben anlassbezogen einem durchaus wichtigen Gewerbebetrieb zu helfen. Was ich in den Akten auch gelesen habe, war der Terminus Reparaturwidmung, wo Sie, glaube ich, argumentieren, dass so quasi durch diese Umwidmung ein Zustand, der schon vorher gegeben war, legitimiert wird? Genau, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Es ist die Tatsache, dass es da Grünland ist. Und es hat eine Umwidmung gegeben mit der Hilfe der ÖVP-Fraktion auf Bauland Agrar. Und diese Umwidmung basierte auf einem Gutachten, wo gestanden hat, das ist alles rechtswidrig, was da jetzt ist, und man muss das quasi reparieren. Es ist eine sogenannte Anlasswidmung. Und da haben wir auch ein Gutachten geschrieben, wo wir gesagt haben, das sagt der Verfassungsgerichtshof hier in diesem Land sehr klar, dass Anlasswidmungen, dass die gegen die Verfassung verstoßen. Lass mal kurz den Dr. Kienastberger replizieren. Also Reparaturwidmung, man hat quasi legitimiert, was dort rechtswidrigerweise schon war, angeblich. Zum Thema Reparaturwidmung. Wir alle wissen hier nicht, ob die Baulichkeiten, die dort jetzt stehen auf diesem Grundstück, ja, jetzt tatsächlich zum Gewerbebetrieb oder zum landwirtschaftlichen Betrieb gehören. Das wissen wir nicht, ich zumindest nicht. Ja. Ich glaube auch nicht, dass das so einfach unterscheidbar wäre. Daher jetzt zu sagen, die stehen jetzt quasi rechtswidrig dort, das ist eine Behauptung, die aber eigentlich nicht belegt ist. Aber zum Thema Reparaturwidmung. Die Stadtgemeinde Langenlois hat durch ihren Ortsplaner eine Aufarbeitung des Problems Weinbaubetriebe, die aufgrund ihrer Größe ins Gewerberecht abrutschen oder hinüberrutschen, wenn man so möchte, wie mit dem umzugehen ist. Das ist ein Strukturwandel in der Landwirtschaft, der nicht neu ist, der schon seit Jahren, Jahrzehnten abläuft und der auch durchaus für die Raumordnung eine Herausforderung darstellt, der man sich auch stellen muss. Ja.
Also jetzt zu sagen, das ist jetzt ein reiner Anlassfall, den gibt es uns nirgends, das stimmt so nicht. Allein in Langenlois betrifft das an die 10 Winzerbetriebe, die genau dasselbe Thema haben. Und da kann ich jetzt nicht sagen, das ist mir jetzt von der Flächenwidmung her egal, dann müssen sie halt aussiedeln ins Betriebsgebiet. Das ist nicht legitim. Das ist sehr wohl eine Änderung der Planungsgrundlagen, wie es im Gesetz als Änderungsanlass vorgegeben ist. Und das ist von der Gemeinde, vom Diplom-Ingenieur Borsch als Ortsplaner der Gemeinde sehr gut dargestellt worden. Es hätte auch andere Widmungsvarianten gegeben, die ganz sicherlich von der Anrainerseite her betrachtet nicht so angenehm wären wie Bauland Agrargebiet, in dem sie ja selbst sitzen. Ja? Das ist ein Betriebsgebiet für den Landwirt, Bauland Agrargebiet. Das ist kein Bauland-Wohngebiet, wohlgemerkt. Dieses Argument, das Sie, Herr Dr. Kindersberger, gebracht haben, dass die Planungsbehörde darauf reagieren muss, dass sich die Verhältnisse ändern, sind in Wahrheit, wie ich glaube, kein Argument. Denn die Baubehörde hätte schon längst einschreiten müssen, von Amts wegen, wenn hier im Bauland, im Grünland, gewerbliche Anlagen oder Baulichkeiten entstehen. Wenn man das geschehen lässt, wie Sie gesagt haben, dass also landwirtschaftliche Betriebe in Gewerbebetriebe hinüberrutschen, wenn man das geschehen lässt seitens der Behörde, ohne zu reagieren, dann ist es gar wohl eine Anlasswidmung, wie man diesen Zustand nachträglich sanieren will. Na, tut mir leid, dann haben Sie meine Argumente nicht verstanden. Wir wissen nicht, ob das, was dort steht, dem Gewerbebetrieb zuzurechnen ist oder dem Landwirtschaftsbetrieb. Ich zumindest weiß es nur das nicht. Gute, nur das und selbst, vom schauen Sie, Bauwerber anschauen. Das könnte genauso gut. Nein, wir reden jetzt nicht von dem abgelehnten Projekt, sondern von dem, was in Natura vorhanden ist. Das ist für die Flächenwidmung irrelevant. Das hat kein Marschall, die Widmung. Ja, wir reden hier nicht vom Anlagenverfahren oder vom Bauverfahren. Wir reden ausschließlich von der Widmung. Und die ist sehr wohl begründet. Ja. Leider wird immer wieder vermischt, das, was in Natura vorhanden ist, sei es jetzt konsensgemäß, sei es nicht konsensgemäß, das wissen wir hier alle nicht. Ich maße mir nicht an zu sagen, das, was der Winzer dort hingestellt hat auf dem Grundstück, das ist jetzt ausschließlich gewerblich genutzt. Das wissen wir nicht. Ich würde gerne einen Punkt noch ansprechen, weil er, glaube ich, dem Herrn Dostaler sehr wichtig ist. Der Nachbar oder der andere Nachbar, den wir im Beitrag gesehen haben, wo der mit dem Stock gezeigt hat, dass so quasi seine Grundstücksgrenze abgegraben wurde, dass so quasi durch Wind und Regen die Grenze immer weiter zu seinen Ungunsten abrutscht, dass er Angst hat, dass er in eine Schlucht fällt. Darf man so etwas so einfach machen, dass man für einen Parkplatz, wie behauptet wurde, dass man so weit abgräbt? Na, ganz sicher nicht, wenn man damit in die Rechtssphäre des Nachbarn eingreift. Es ist leider ein bisschen unscharf jetzt herausgekommen, ob wir dort jetzt im Grünland oder im Bauland sind. Ich vermute stark, dass das Grünland ist, nachdem es ein Begleitweg zu einem Weingarten ist. Dort ist so, dass wahrscheinlich hier nur der Zivilrechtsweg beschritten werden kann, um da Abhilfe zu schaffen. Besitzstörung, oder? Besitzstörung oder Grenzverletzung oder was auch immer. Aber sowohl baurechtlich ist die Niveauveränderung im Grünland leider, oder halt, ich will das jetzt gar nicht bewerten, nicht greifbar. Also die Baubehörde ist da nicht zuständig. Und ich vermute auch stark die Naturschutzbehörde nicht, weil dafür ist die Fläche einfach zu klein nach dem Naturschutzgesetz. Also das heißt, ich glaube hier ziemlich sicher sagen zu können, dass hier nur der Weg zum Gericht. Also der Herr Dostal, der nicht gewusst hat, wo gehe ich hin und gesagt hat, die sagen, sie sind nicht zuständig, die anderen sagen, ich bin nicht zuständig, sie sagen, ich rechts. Das dürfte in dem Fall tatsächlich stimmen und wirklich nur der Zivilrechtsweg offen stehen. Da hätte ich eine ganz simple Frage. Ich kaufe mir hier ein Stück Wald oder einen Weingarten und stelle dann anschließend fest, dass ich doch lieber einen Parkplatz mache. Das kann ich machen. In Niederösterreich. Ich weiß jetzt nicht, was für Widmung der anschließende Parkplatz jetzt hat. Ist es ein Weinberg gewesen, ja, der abgetragen ist? Das war meine Frage. Das kann dann jeder machen. Wo jetzt 60 Autos stehen, das ist ja eine Salamitaktik. Auch was Sie gesagt haben mit dem Gewerbebetrieb. Der Winzer hat seit 1986 eine GmbH. So, da hat er erst einen Tank hingebaut, dann hat er zwei Tanks hingebaut und jetzt stehen auf einmal 40 Tanks.
Und da fragt man sich natürlich auch über das Selbstverständnis dieser Leute, weil das würde normalerweise, ich kenne das nicht aus Mitteleuropa, das würde eigentlich keiner machen. Schauen Sie, die Errichtung von baulichen Anlagen oder Maschinen und Geräten in baulicher Verbindung mit Gebäuden ist jedenfalls baurechtlich greifbar. Ja? Ob das jetzt dieser Weintank dem Gewerbebetrieb der GmbH zuzurechnen ist oder dem nach wie vor existierenden landwirtschaftlichen Betrieb, das weiß ich nicht. Laut Betriebsanlagengenehmigung, aber, ja. Das ist in der Betriebsanlagengenehmigung, da ist das alles aufgeführt. Gut, aber dann ist es im Anlagenverfahren auch abzuhandeln. Ja. Meines Wissens ist es ja das nach ist wie im vor Laufen, bei der BH im Laufen. Das gewerberechtliche Wobei man aber sagen muss, dass die Frist bitte mit 28.05. abgelaufen ist. 50 Meter weiter hat 3 Monate später ein anderer Winzer angesucht um Umwidmung. Und das wurde vom Land abgelehnt, bitte. Kein Anschluss an Wohn- und Bauland, Lage in erhaltenswerten Landschaftsteil, geogene Gefährdung. Das liegt 50 Meter von dem Parkplatz entfernt. Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Da kann ich jetzt wirklich nichts dazu sagen, was das für einen anderen Winzer ist. Ist offenbar nicht zu uns vorgedrungen. Wir können nur als Aufsichtsbehörde auf das reagieren, schauen, ob es gesetzmäßig ist, was die Gemeinde von sich aus ins Widmungsverfahren bringt. Wir können nicht selbst irgendeine Widmung jetzt vom Zaun brechen oder sonst irgendwas. Wir können immer nur als Aufsichtsbehörde auf das eingehen, was uns zur Genehmigung vorgelegt wird. Wir müssen aus zeitlichen Gründen leider zum Ende kommen. Jetzt gibt es diese Umwidmung. Was haben Sie jetzt noch vor, in rechtlicher Hinsicht gegen diese Widmung zu unternehmen? Müssen wir zuwarten, bis ein Bescheid ergeht, der zur Grundlage, der diese geänderte Widmung zur Grundlage hat. Beispielsweise ein Gewerbegenehmigungsbescheid oder ein Baubescheid. Also was die BH Krems jetzt irgendwann einmal entscheidet. Nur eine kleine Korrektur, die Gewerbebehörde ist nicht an die Widmung gebunden, nur die Baubehörde. Egal, jedenfalls, wenn ein Bescheid ergeht, der zur Rechtsgrundlage diese geänderte Widmung hat, werden wir als Anrainer unsere Parteirechte bis zu den Höchstgerichten ausschöpfen. Wir würden Sie bitten, uns auf dem Laufenden zu halten, nämlich darüber, wie die ganze Geschichte jetzt weitergeht. Wir würden wirklich gern weiter darüber berichten. Herr Dr. Kienersberger, bei Ihnen bedanke ich mich, dass Sie sich der Diskussion gestellt haben. Ja, meine Damen und Herren, wir bleiben an der Sache dran.